Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Train Simulator 2014. Heute möchte ich euch ganz gerne Bahnknoten Szettin vorstellen. Das ist eine Erweiterung zum Haupt-Add-on Berlin-Wittenberg. Und da wollte ich euch ganz gerne mal den Güterbahnhof ein bisschen zeigen. Fahren tun wir auch ein ganz kleines Stück, weil jetzt auch die Szenarien zum größten Teil alle mit Sprachausgabe hinterlegt worden sind. Wie man sehr schön sehen kann, sind wir hier im Szenario-Auswahlmenü und jedes Szenario hat zwei verschiedene Visionen. Zum einen mit dem ganz normalen TS-Standard-Fahrzeugen oder aber auch, falls ihr zum Beispiel von Virtual Real Arts die Baureihe 111 habt, dann könnt ihr auch zum Beispiel die fahren, wie man hier sehen kann, oder halt zum Beispiel von RSC die Baureihe 420. Gut, wir starten jetzt einfach mal. Immer mal hoffen, dass es mir ein bisschen fix geht. Aber geht eigentlich recht zügig bei mir. So, da sind wir auch schon. Ja, wir fahren jetzt auch gleich mal los. Jetzt rüsten wir mal kurz die Lok auf, beziehungsweise ist ja schon. So. Wenn wir dann, ich zeige euch deswegen ein paar Mal ein kleines Stück, weil ich euch die Sprachausgabe kurz zeigen möchte. Und dann wechseln wir in die Außenansicht, dann zeige ich euch hier mal noch ein bisschen. Kleine Info zum Add-on. Der neue Abschnitt ist ca. 32 Kilometer lang. Hat sechs verschiedene Szenarien, die jeweils in zwei verschiedenen Missionen sind. Wie gesagt, einmal mit Standardfahrmaterial und einmal mit zusätzlichem Fahrmaterial, was ihr euch kaufen müsst. Das Add-on funktioniert nur dann, wenn ihr das Haupt-Add-on Berlin-Wittenberge habt. Ansonsten könnt ihr mit dem Add-on hier nichts anfangen. Anzumerken ist vielleicht noch, dass es nicht nur diese einfachen 32 Kilometer sind, sondern es ist komplett alles drin. Also es heißt auch Berlin bis Wittenberge. Das ist alles dabei. Wir sind ein bisschen zu schnell unterwegs. Das Add-on kostet zurzeit 15,95 € und könnt ihr auf der Seite im Virtual Tracks runterladen. Anzumerken ist noch, dass einige Sachen verändert worden sind. Zum Beispiel die Fahrleitung ist auf dem neuen Abschnitt im Zickzack. Ist zwar noch nicht auf ganz, ist zwar noch nicht zwischen Berlin und Wittenberge sind immer noch die alten Oberleitungen, aber das soll wohl auch geändert werden. Mit irgendeinem Update. Neues Wetter ist eingefügt worden. Wo auch Blitze zu sehen sind. Das Wetter, die Wolken werden richtig dunkel. Das gefällt mir eigentlich ganz gut.
Obwohl ich sagen muss, ich musste mich erst daran gewöhnen, an den Blitzen, weil am Anfang dachte ich erst, es wäre ein Spielfehler. Und ja, es kommt eigentlich zum Teil auch so rüber, dass man denkt, dass jemand mit einem Blitz vor einem steht und die ganze Zeit da auf den Auslöser drückt. Aber gesagt, in einer Zeit gewöhnt man sich auch dran. So, dann wollen wir mal anhalten. Ich bin ja auch schon einige Szenarien gefahren und mir gefallen sie eigentlich ganz gut, sind sehr abwechslungsreich, es ist viel Bahnverkehr auf den Schienen, auch sonst passieren einige Sachen, also es ist nicht nur einfach von A nach B zu fahren, sondern man hat sich hier wirklich was einfallen lassen und also mir persönlich haben sie ganz gut gefallen. Was für, sehr schön ist, ist auch das, wie gesagt, jetzt mit Sprachausgabe. Es gibt auf jeden Fall schon weitaus ein anderes Feeling. Also so allmählich ist es so, wie man es doch erwartet. Weil es ist halt was anderes, wenn man mit Sprachausgabe fährt. Da denkt man einfach, man sitzt zum Beispiel wirklich im Zug oder so. Und da werde ich noch ein extra Video machen. Da fahre ich dann mit der Baureihe 420 von BWI Berlin Flughafen Brandenburg. Nach Sardin und da kann man es dann auch ganz gut hören und mal sehen, ob ich da dann sprechen werde, weiß ich noch nicht so genau, weil die Videos sind nun mal nicht alle mit, da rede ich, rede halt nicht bei allen, weil es ist halt manchmal nicht notwendig, bin ich der Meinung. Oh, ich komme viel zu schnell rein. Eieieiei. Mal hoffen, dass wir jetzt noch zum Sprechen ankommen. Na ja, schauen wir. Jetzt warten wir noch, dann kuppeln wir an und dann kommt auch die erste Sprachausgabe. Ja, schön vorsichtig, denn wenn dann so ein bisschen Gas oder Öl um die Ohren fliegt, das ist dann auch nicht so angenehm. Fahrdienstleiter Sedin Süd. Zug 2944, Gleis 537, vorbereitet. Verstanden, 2944. Ausfahrt in wenigen Minuten. Gute Fahrt. So, wie man gehört hat, da war die erste Sprachausgabe. Wie gesagt, ich persönlich finde es gut. Ist auch klar und deutlich zu verstehen. Ich habe auch andere Szenarien mittlerweile, wo von einigen Anbietern, wo mit Sprachausgabe ist und
Es gibt einige Szenarien, bei dem einen Anbieter zum Beispiel, da ist es einfach zu laut, da ist der Zug einfach zu laut, da hört man die Stimme einfach nicht. Das ist natürlich dann nicht so schön. So, aber eigentlich können wir auch jetzt hier schon stehen bleiben. Dann kann ich euch nämlich jetzt auch mal den Bahnhof zeigen. Schauen wir uns mal von oben an, wie man sieht, ist echt tierisch groß. Also wer also gerne Rangierfahrten macht oder umsetzen, der wird hier auf jeden Fall auf seine Kosten kommen, wenn dann noch mehr Szenarien kommen. Und da gibt es ja immer ein paar gute Leute, die da gute Aufgaben erstellen können. Na, also hier denke ich, ist der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Hier auch ein Kran. Man sieht ja, dass das sich eigentlich bewegen sollte, aber egal wie ich hier rauf drücke, passieren tut da im Moment nichts. Ich weiß auch nicht, ob er wirklich funktionstüchtig ist, aber wäre natürlich schon super. Vielleicht bei irgendeinem anderen Szenario. Ich nehme mal die Maus weg. Also ich finde, man kommt sich hier wirklich vor wie auf einem großen Güterbahnhof. Sieht echt super aus. Also man merkt einfach auch die Liebe zum Detail. Hier auch mit Drehscheibe und allem drum und dran. Also das sieht schon echt nicht schlecht aus. Hier haben wir noch ein Kohlekraftwerk. So weiter komme ich jetzt leider nicht, weil wir da vorne eine Lok abgestellt haben. Aber wie ihr seht, ja, könnt ihr echt wirklich machen und tun. Vorne noch zum Hauptgebäude gehen. Natürlich dürfen auch die Handymasten nicht fehlen, ne? Man muss ja überall erreichbar sein. Also wie gesagt, das ist eine super kleine Erweiterung. Mir persönlich gefällt es sehr gut. Wir hatten ja auch irgendwo so einen Rangierberg. Da vorne ist er, glaube ich, gewesen. Ja, da vorne ist er. Weiß man nicht, ob der auch dann wirklich funktionstüchtig ist, wenn man hier zum Beispiel abkuppeln würde, ob dann tatsächlich am Waggon bis da hinten hinrollen würde, das kann ich euch nicht sagen. Sieht nicht schlecht aus. Sieht zwar auch ein bisschen aufgesetzt aus, finde ich, jetzt hier so die Stelle, also das Gleisbett so auf den Hügel. Das sieht mir ein bisschen zu geradlinig aus.
Aber ansonsten, ich meine, es ist eine Top-Arbeit, da steckt wirklich viel Zeit da drin und also ich denke, ihr könnt ja echt super viel Spaß haben mit. Wie gesagt, die Szenarien, die ich gefahren bin, sind super. Ist nicht nur, wie gesagt, von A nach B, passiert eine Menge auf den Strecken. Viel Zugverkehr habt ihr. Allerdings muss ich auch sagen, zwei Szenarien haben bei mir nicht funktioniert. Zum einen, das allererste Szenario, da ist bei mir ein Signal nicht auf grün gesprungen. Und bei dem anderen Szenario muss die Lok falsch eingetragen worden sein irgendwie. Das da ist auch nicht richtig gestartet. Aber wie gesagt, das wird auch sicherlich gepatcht. Da müsst ihr nichts selber machen. Und das ist aber jetzt kein Grund zu sagen, das Addon ist schlecht, das immer nicht, das ganz im Gegenteil. Also das ist eine super Bereicherung, finde ich. Ja, nochmal zu den Fakten. Also das Add-on ist hat sechs Szenarien, wie gesagt, und zwei verschiedene Missionen. Einmal mit Standardfahrmaterial, einmal mit zusätzlichem Fahrmaterial, was ihr erwerben müsst. Add-on funktioniert nur, wenn ihr das Haupt-Add-on Berlin-Wittenberg habt. Berlin-Wittenberg ist komplett in diesem zusätzlichen Add-on mit drin. Add-on ist ca. 32 Kilometer, also nur der neue Abschnitt ca. 32 Kilometer lang und könnt ihr zurzeit erwerben für knapp 16 Euro. Ja, das war's von mir schon wieder im Großen und Ganzen. Ich hoffe, ich konnte es euch ein bisschen rüberbringen. Freue mich, dass ihr zugehört habt, zugeschaut habt und wünsche euch noch einen schönen Tag und vielleicht bis bald.